Gott, ich weiß, ich habe schon ein Tiki Max Haul vor ein paar Monaten, glaube ich, 2 Monate sehe ich gerade, online gestellt. Aber ich habe jetzt so viel gekauft, weil ich die Sachen unbedingt waschen will, aber ich mir dachte, ich zeige sie euch. Weil ich habe nicht nur Beauty gekauft, sondern auch Gewand und ich bin so happy über das Gewand. Aber wir fangen zuerst mit den Beauty-Sachen an. Die habe ich schon länger gekauft, die 4 Sachen, die ich euch jetzt zeige. Einmal habe ich mir als Backup... Wie soll das funktionieren? Einmal habe ich mir als Backup die Elizabeth Arden Pads gekauft. Ich habe meine bis jetzt noch immer nicht angefangen. Schande über mein Haupt. Dann habe ich einen Pocket Bunny Sleek Mist von Tony Moly mir gekauft. Das hat 8,99 € kostet, ein stolzer Preis für ein Hasen. Aber ich fand das so süß, da musste ich das unbedingt mitnehmen. Habe es natürlich jetzt bis jetzt noch nicht probiert. Dann habe ich endlich von Tony Moly Masken erwischt. Einmal habe ich mir die Tomate genommen, weil es gab leider keine andere. Da war eine Kundin von mir, am liebsten hätte ich sie erschlagen, weil die hat die ganzen Sachen vor mir weggenommen, die blöde Kuh. Und einmal habe ich die noch erwischt. Ja, weil sie hat sich jede einmal genommen. So eine dumme Sau, oder? Ja. Dann beim letzten Haul, wo ich mit dem Roman drin war, habe ich wieder Tuchmasken gekauft. Und zwar von meiner Lieblingsmarke, The Cream Shop. Und zwar gab es diesmal, es schaut aus wie Kiwi, Melone und Orange. Seht ihr das? Geil. Bin schon so gespannt, wie die sind. Also, Tuchmasken sind mein Leben, obwohl ich nicht so oft dazu komme. Dann habe ich mir noch für einen Tee, weil ich habe in letzter Zeit, wie ich vor kurzem noch ein bisschen krank war, habe ich sehr viel Tee getrunken. Und da habe ich diese süße Kätzchen hier gefunden. Es war relativ teuer mit 4,99 €, aber ich wollte die unbedingt haben. Das ist sogar ein Fisch. Und oben, wenn man, das kann man hier auf der Seite eh gut erkennen, man kann die dann aufs Hefe aufsetzen. Seht ihr das? Ich fand die so geil, ich musste die unbedingt haben. Ich habe die unbedingt haben müssen. Das Positive ist auch, dass sie verpackt ist. Das heißt, hat da noch niemand dran rumgehabt. So, fangen wir an mit den Klamotten, weil das ist wirklich viel. Ich habe da noch ein anderes Klamottensackerl reingeschummelt. Also wird es ein Tiki Max Mini Colosseum Haul. Ja, weil ich die Sachen unbedingt euch zeigen will. Eigentlich mache ich immer Tiki Max Haul einzeln, aber ja, fangen wir an, bevor ich da weiter rumlaber. Und zwar habe ich hier ein T-Shirt in grün. Man sieht das in der Kamera ziemlich gut, dass es grün ist. Das ist richtig, richtig lang und ich mag es total. Ich liebe es jetzt schon. Bezahlt habe ich dafür 4,99 €, ist ein stolzer Preis. Aber es ist auch von Vero Moda. Und normalerweise, glaube ich, sind die teurer, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube sogar 7,99 € oder so. Ich bin schon so froh, wenn ich das endlich waschen kann. Dann, und das will ich unbedingt beim Kinostart dann bei Deadpool 2 anziehen, habe ich mir ein T-Shirt von Deadpool gekauft. Sieht so aus. Hat jetzt 5,99 € kostet, aber ich finde das so geil. Ich finde das so geil, ich musste das unbedingt haben. Dann habe ich mir dasselbe T-Shirt, was ich euch vorher noch gezeigt habe, in schwarz gekauft. Nur ein bisschen größer. Das war ein bisschen, ist sogar ein bisschen zu groß, glaube ich. Da habe ich es sehr gut gemeint, aber ich wollte das haben, weil es auch luftiger dann ist. Dann habe ich mir ein Kleid gekauft, ein weißes. Das hat der Roman sogar gefunden. Erst habe ich das gesehen, wenn man sagt, Roman, nein. Aber dann, wie es länger in der Hand gehalten habe, habe ich es ihm aus der Hand gerissen und gesagt, ich gehe es probieren. Dann habe ich es probiert und es schaut echt schön aus. Mir gefallen auch die Ärmel. So sieht das Kleid aus. Ich finde, das ist eher ein Herbstkleid, das ist nicht für den Sommer, weil das sehr dick vom Stoff her ist. Aber die Ärmel sind so schön. Schaut richtig, richtig schön aus. Das war reduziert von 24,99 € auf 20 €. Deswegen habe ich es mir dann sowieso mitgenommen. Ich sehe, aber es ist reduziert. Habe ich mir gedacht, ausnahmsweise. Ich bin kein Blumenmuster-Fan, ja? Eigentlich gar nicht. Aber ich fand die 2 Sachen so, so schön. Beim Tiki Max habe ich bis jetzt noch nie Gewand gefunden oder noch nie so lange mit Zeit genommen und Gewand durchgeschaut. Aber dort ist es so schön groß, beim Gewerbepark war ich, dass man dort so gut wegen Klamotten schauen kann. Also habe ich 2 Tiki Max, wo ich Probleme habe. Bei dem Gewerbepark finde ich Klamotten und bei dem anderen finde ich so viel Beauty-Sachen. Ja. Ich zeige euch das mal hier. Das ist eine Hose, die was aber, wenn man sie anhat, ausschaut wie ein Rock fast. Die kann man vorne dann zubinden. Ich finde die so geil. Ich finde die so geil. Die muss ja urangenehm sein, wenn man sie trägt. Wirklich angenehm. Hat jetzt 14,99 € kostet, war etwas teurer. Ich weiß auch gar nicht, ob das von irgendeiner bestimmten Marke ist. Das dürft ihr mich nicht fragen. So gut kenne ich mich mit Markenklamotten jetzt nicht aus. Aber ich fand die super. Ich freue mich schon, wenn ich die waschen und endlich anziehen kann. Okay.
Dann, das war auch reduziert und das hat auch der Roman gefunden, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Die war von 19,99 auf 16 Euro reduziert. Und ich fand die so schön. In die S habe ich nicht reinpasst und ich bin dann fortgelaufen mit meinem Wagerl und habe dann so schnell wie möglich die L noch rausgesucht, weil ich Angst gehabt habe, dass sie mir wer wegkauft. Kann man dort ja nicht wissen, weil da gibt es viele Einzelstücke. Und so sieht die Weste aus. Mit dem grünen Oberteil, mit einer schwarzen Leggings und das. Ich bin jetzt schon verliebt. Ich weiß noch nicht, wie ich das waschen soll, weil das halt hell ist mit bunt. Ich habe nicht so viel bunte Sachen, das ist mein Problem. Ich habe auch Angst, dass es verfärbt. Made in China. Cool. Ja, auf jeden Fall finde ich das wirklich, wirklich schön. Es wird jetzt noch zurzeit relativ kühl am Abend. Deswegen... Und das Material fühlt sich so geil an von dem. Ich bin happy über meinen Klamottenhaul von Tiki Max. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich Klamotten beim Tiki Max finde. Wirklich nicht. Ja, weil das sonst zu kurz wäre, nehme ich noch die Kolosseum-Sachen mit rein. Also, ich habe mir vor kurzem meine Lieblings-Leggings ruiniert. Da bin ich wirklich traurig drüber, weil das waren meine Lieblings-Leggings. Habe ich euch mal in einen anderen Haul gezeigt. Aber es ist schon ein bisschen länger her. Und ich muss die anderen von Tullywell noch waschen. Ich habe mir beim Kolosseum eine schwarze Leggings einfach nur gekauft, weil ich liebe schwarze Leggings, ich kann nicht ohne. Deswegen habe ich mir eine gekauft. Meine Mama hat aber gemeint, dass wir früher, wie wir Kinder waren, auch viele Leggings kaufen hatten müssen, weil wir immer alle kaputt gemacht haben. Dann habe ich noch gefunden, ich traue mich das gar nicht her, ich habe ein rotes T-Shirt gefunden beim Kolosseum, also im Kolosseum. Ich wollte es unbedingt haben. Ich weiß, es ging voll behindert. Ich habe für das auch 4,99 bezahlt, so wie für das Grüne beim Tiki Max. Ich fand das so schön. Ich bin in letzter Zeit so ein Rot-Junkie. Fragst mich nicht, ich finde das mit meiner Haarfarbe jetzt passt das, finde ich, viel, viel besser. Früher mit Schwarz hat mir das nicht gefallen, aber mit Blond finde ich das schön. Ich bin so ein richtiger Rot-Junkie. Also wenn man sich den Haaren anschaut, ist es echt abnormal. Ist irgendwie witzig, oder? Dass ich noch so viel... Ja, ein Schwarz, endlich mal Farbe trage. Ist wirklich witzig, finde ich. Ja, ich werde mir auf jeden Fall noch mehr schwarze Leggings kaufen. Ich weiß nur noch nicht wann, aber vielleicht im Urlaub dann eher. Ich habe jetzt im Juni dann wieder Urlaub und dann werde ich mir, glaube ich, eher dann was kaufen als jetzt, weil jetzt habe ich überhaupt keine Zeit mehr dafür. Ja, weil das habe ich mir nämlich spontan gekauft, den kleinen Mini-Kolosseum-Haul, wie ich nach dem Nägel machen nach Hause gefahren bin. Ja, da war ich auch beim Mac, aber dazu dann in einen anderen Haul mehr. Da kommt dann ein einzelner Mac-Haul. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich war echt böse, ich weiß. Ich muss das noch aufschreiben. Ich war echt böse. Aber mich stört es nicht, ehrlich gesagt. Ich fand das vollkommen okay. Ich muss auch ein paar Sachen abrechnen, weil ein paar Sachen habe ich meiner Mom gegeben. So eine Zitronenpresse habe ich ihr gegeben und noch irgendwas anderes. So Löffel. Ja, von Tiki Max. Die habe ich ihr gegeben. Ja, ich hoffe, euch hat der Haul trotzdem gefallen. Ich bin über alles sehr, sehr happy. Wirklich über alles. Und ich muss endlich mal lernen, mehr Tuchmasken zu machen. Am Abend nehme ich es mir immer vor und dann bin ich immer zu faul. Das wird sich jetzt ändern. Hoffentlich. Das heißt, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und bis dann. Bye.